Da ist die robuste Griffform, ne? Robust. Kleines X und einen normalen Werkzeuggriff. Okay. So. Okay. Also, machen wir einmal einen Hammerkopf. Bitte warten. Dauert jetzt ein bisschen. Zack. Einmal Schwertlinge. Kann sich nur schon handeln. So, dann einmal Spitzhackenkopf. So, wie viel von den Dingern brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4. 4 von den Creeper-Dingern, okay. So, wie viel brauchen wir von den X-Dingern? Einmal. Okay. Bitte warten. Kann sie nun schon handeln? Während dieser dramatischen Orgelmusik. Niemals war etwas so dramatisch wie dies flüssige Eisen, das in seine Form fließt. Welch trauriges Ereignis für ein Stückchen Metall. Ja, ja. Melodramatik und so. So, einen davon brauche ich, ne? So, dann brauche ich... Obwohl, ein X kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Hammer braucht das nicht. Ich brauche nur das Spaten, okay. Und du Spaten. So, das ist für die Spitzhacke. Das kleine X ist für die Spitzhacke. Ich brauche nicht so viel. So, und dann noch einen Spatenkopf. Und dann brauche ich noch so ein paar Griffe. Mindestens 3. 2 dafür, 1 dafür und 1 dafür, also 4. Bitte warten. Das Ding. Einmal. Ach shit, warum nehme ich das denn raus? Bin ich denn doof? Ja, Mammut, bist du? Danke. So. Kriegen das schon noch hin. Während hier das Eisen immer weniger wird, aber ist immer noch relativ viel drin. Na, und Eisen haben wir ja noch zu Genüge in Neumoria. So. Also ich hätte gerne einen Hammer. Schade, dass das nicht gleich dahin macht, wo ich das hinhaben will. Das ist nicht das, was ich haben will. So. Zack, zack. Hammer. Werkzeuggriff. Einmal. So, dann brauche ich den Spaten. Du Spaten. Wird auch nicht lustiger. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Zack. Zack. So. Und dann das Großschwert. Und ein bisschen was hiervon. Zack. Ja, die Spitzhacke baue ich eigentlich weitestgehend dann für unseren... Wie heißt es? Für die Behutsamkeitsspitzhacke. Wo sie dann Silk Touch bekommt, auch wenn ich schon wieder vergessen habe, was man dafür genau braucht. Aber das ist ja auch nichts Neues. So, dann die ganzen Formen hier mal wieder rein. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was war das, was wir brauchen für... dies Moos-Dingens. Da brauchten wir... irgendwas, was wir herstellen konnten, ich weiß. Was ist das? Armor Modifiers. Ja gut, da müssten wir sowieso auch nochmal gucken, was wir denn für tolle Rüstungen bauen können. Damit habe ich mich ja bisher relativ wenig beschäftigt und wir brauchen dafür auch meistens irgendwelche Enderperlen oder Enderaugen und so weiter. Ja, also ein Zeug, was ich nicht habe.
Dann war es bestimmt das hier. Nein. War es das oder war es das? Nicht das. Verdammt. Modifiers. Modifiers klingt doch gut. Slime Crystal. Ich weiß nicht, wozu man Slime Crystal braucht, aber hey. Steht wahrscheinlich irgendwo. So, Diamant ist für Haltbarkeit. Smaragd ist für 50% Haltbarkeit. Redstone ist für Schnelligkeit. Da, das Ding. Wie konnte ich das herstellen? Das ist für Autosmelt. Da, aus diesen Mossy Stones. Das ist Glück. Das Feuergedöns. Whatidu. Blaze Powder auch nur. Brauchen wir. Silky brauchen wir. Wie kriegen wir den? Ich glaube auf Aluminiumbras. Und Gold. Mhm. Also Gold würde auch gehen, ja? Ach ja, da braucht man wieder das Zeug. Ah. Ich erinnere mich. Und da kann ich ja dann auch ein Goldnugget für verwenden, ne? Und da kann ich dann tatsächlich Obsidian-Gedöns mit dazu packen, damit es noch weiter hält, ja? Das würde ich mal gerne ausprobieren bei Gelegenheit. Knockback? Ja, nee, ist klar. Damit droppen die öfter ihren Kopf. Interessant. Okay. Okay. Fuchs. Ja, nee, ist klar. Fuchskompensator des Todes. Ein weiterer Modifier-Slot to the Tool. Okay. Gut. Ja, dann weiß ich ja jetzt so in etwa, was ich brauche. Nun muss ich jetzt einmal schlafen gehen. Ja, so viel Zeit muss sein. So, dann gehen wir einmal ganz kurz ins Lagerhaus. Freuen uns, dass die Creeper da baden. Die können richtig baden, ja, ja. Mhm. So, hier mal zu. Ich glaube, da geradeaus machen wir auch mal vorsichtshalber zu. Zu machen wir da. Wir machen einen Tupac da. Und dann hoffe ich, dass ich ein paar Mossy Stones habe. Ich habe aber keine Ahnung. Die Cleanstones, bemooste Dinger sind nicht da. Ich weiß, ich kann die auch herstellen. Aber wir haben davon ein paar. Okay. Gut. Dann machen wir doch mal einen auf den hier. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. So. Die auch wieder hier rein. Dann gucken wir mal ganz kurz wegen den Fäden und wegen Goldnuggets. Ob wir denn überhaupt Fäden haben. Nein. Habe ich alle verbraten für Wolle? Das ist ja sehr bedauerlich. Habe ich hier nicht irgendwo Wolle gehabt mal? Typische Wolle. Die kann ich jetzt aber nicht so... Nee. Gut, das heißt, ich muss die ganz kurz in den Schredder reinlegen, ne? Also ins SAG-Mahlwerk oder so. Weiß auch nicht. M
meine, wir hatten ja schon eine Möglichkeit mehr oder weniger rausgefunden, wie man halt theoretisch unendlich Fäden-Wolle herstellen könnte. Was aber schon fast ein bisschen Cheating ist. Aber ich finde, das ist cool, dass es geht. Bin ich ganz ehrlich. Und man muss sich ja dafür auch einen Weg hinbauen. Ich meine, es macht keinen Sinn. Aber hey, nee, das SAG-Malwerk. So. Wird vielleicht nicht unbedingt reichen. Wir werden auch das Konstrukt hier tatsächlich nicht dauerhaft hier lassen. Einfach mal, weil, wegen und so. Weiß Bescheid. Nee, wegen, ich hätte es gerne anders. Ja, später im Industriegebiet. So. Und wieder mal geht's hier rein. Sieht von außen sehr dunkel aus, ne? Ach so, ist einfach nur Lichtfehler. Sag das doch. Sag doch gleich Lichtfehler. So, dann guck ich mal, ob ich ein paar Goldnuggets hab. Geh nicht, da kannst du ein paar Pigmünzen lachen und da hast du da ein paar. Ja, ich weiß. Aber da will ich jetzt nicht wieder hin. Bin jetzt zu Genüge gestorben. Goldblöcke, Eisenblöcke, Goldnuggets. So. War das jetzt so? War das so? Aha. Dann habe ich aber immer noch zu wenig Fäden, oder? Jo. War ja klar. Dann verbrate ich doch noch ein bisschen hellgraue Wolle hier. Pack das mal in den Schredder und dann mal gucken. Das wird schon, hoffe ich. Dann bräuchte uns Smaragd und dann umwickeln wir den und dann haben wir Modifier für unsere Spitzhacki. Bitte warten. Fäden werden gebaut. Bitte warten. Ich weiß auch gar nicht jetzt mehr, wo ich denn hier mein Schraubenschlüssel und sowas hingelegt habe. War das hier? Nee. Haben wir aber noch einen Stirling-Generator. Irgendwo habe ich doch, bevor ich gegangen bin, noch ein Dingens abgelegt, oder? Jetzt funktionieren die nicht mehr. Das ist ja jetzt blöd. Und jetzt so? Ich glaube, der einen hatte ich einfach vor falsch rumgebaut oder so. Ich weiß auch nicht. Aha. So sieht das doch schon besser aus. So, einfach damit wir das Eisen ein bisschen rauspumpen können. Was? Willst du mich verarschen? Ich habe keine Herobrine-Mod drin. Zumindest keine, von der ich weiß. Ohne Scheiß, ich habe keine drin. Manchmal habe ich Angst. Da esse ich einen Keks und dann geht's mir wieder gut. Aber ich habe jetzt keinen Keks.
Warum laufe ich jetzt eigentlich hier hin? Ach ja, weil ich das... Ohne Smaragd kann ich kein Dingens bauen. Ja, macht Sinn.